Geh mal gucken. Oho. So, wir sind fertig mit Grillen. Ja. War sehr gut, sehr sättigend. Boah, vor allem das Rind ist lecker. Schon, das war sehr, sehr dick, aber auch lecker. Das Barry ist zwischendurch so als Snack. Okay. Ja, angefangen haben wir mit Huhn, ne? Ein paar Würstchen. Ja. Ich glaube, 2 Kilo haben wir jetzt schon. Das war schon einiges. Also wir haben es uns gut gehen lassen, sagen wir es so. Und jetzt hast du was Helles. Alles Corona-konform, ja. Haben alles desinfiziert vorher. Ich habe was Helles zur inneren Desinfektion. Hell, weil das ist tatsächlich noch nicht so alt. Das ist ein 5-jähriger Atmer. Allerdings für das Weinhaus Alte Brennerei. Und zwar ist es mein Local Dealer in Herrenberg. Sehr zu empfehlen, wirklich top. Die zwei Betreiber kennen sich richtig gut aus. Es ist ein First Fill Bourbon Barrel, Non-Shell Filtered, No Added Color mit 47,5%. Destillt am 28.06.2011, abgefüllt 15.08.2016. Ja, 5 Jahre. Ja, genau. Ja. Schön, ja. Ja, kein Farbstoff mit drin. Genau. Sieht man, ist sehr, sehr hell. Also wirklich, kommt fast wie ein Weißwein. Ja, ne? Total. Oder wie ein Mineralwasser. Ja, für Mineralwasser ein bisschen zu gelblich, aber... Stimmt, also leichten Gelbton, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, ja, also schon Richtung Weißwein fast. Ist vom Geruch jetzt mal was anderes. Mal was anderes. Frisch. Mhm. Aber eine leichte Rauchnote ist dabei. Eine leichte Rauchnote. Also man riecht so ein bisschen das Bourbonfass. Ja. Riecht man. Ja, ich glaube, der hat auch ein paar BPM. Mhm. Also der ist ein bisschen rauchig. Ja, aber. Ein bisschen Holzkohle. Ja, wenig Frucht. Ja. Also wirklich eher holzig, rauchig. Mhm. Aber jetzt nicht übertrieben. Nö, also nicht ganz dezent. Nicht durch die Decke rauchen. Aber auch mit ein bisschen Wärme, also viel frischer und ein bisschen Wärme mit bei. Also ja, schönes Stück, ganz angenehm. Schönes Stück Eiche. Lass mal probieren. Also, Rauch ist da, prickelt ein bisschen auf der Zunge. Mhm. Dann merkt man auch eine Pfeffernote, also Rauch und Pfeffer, gerösteter Pfeffer. Und ich finde eben diese Holzkohle, also weißt du, so kalte Holzkohle, wenn man auch so sehen, also beim Grillen zum Beispiel mit auf dem Steak hat. Ja. Und geht bitter ab? Mhm, der geht gut ab. Mhm. Ich glaube, das ist ja vielleicht für... Ja, 47,5. Merkt man. Mhm. Und also er brennt nicht, aber ist schon pfeffrig. Ja. Und danach hast du so richtig, als hättest du ein Stück Kohle. Mhm. Das ist so wie so ein Belag auf der Zunge. Ich würde halt auch sagen, so eine geröstete Nelke oder so, weil da schon so ein bisschen schon ein Geruch. Ja, und vom Geschmack einfach auch so ein bisschen bitter reingeht. Also noch ganz abgefahren, weil er anders riecht als ein Kopf. Schon eine große Differenz. Vor allem deshalb so cool, weil man kriegt eben diese kleine 20 Zentiliter Flasche für, ich glaube, 16 Euro. Mhm. Und dafür ist es top. Mhm. Also ist sehr, sehr markant. Also auf einen halben Liter wieder so wie 5,50 Euro. Von der Rauchigkeit markant, finde ich. Also weil es einfach diese, finde ich, diese Kombination aus gerösteten Aromen und dann aber auch kalte Asche will ich nicht sagen, aber diese Drehkohle. Ja. So, ne? Man hat schon so ein. Ich habe wie so ein Belag jetzt auf der Zunge. Mhm. Das ist schon irgendwie lecker. Ich mag den, mit dem habe ich an Silvester angesprochen tatsächlich. Ja, da ist noch was, was ich jetzt aber nicht so rauskriege. Ich hab's nicht gesagt. Ja. Also für mich ist es ganz klar, Holzkohle. Oh. Das mit der Nelke ist gar nicht schlecht. Das ist schon so, also durch die, es sind schon Gewürze dabei. Gewürze, ja. Gewürze, also auch eben, was du sagtest mit dem Fleisch und das Stück Holzkohle, was am Fleisch klebt, da ist es eben so auch die angebrannte Marinade oder so, die Kräutermarinade, die so ein bisschen zu viel Feuer gekriegt hat.
Das ist die. Da, tut mir leid. Nein, alles. Möchtest du mich jetzt bitte sehen? Nein, alles super, alles super. Das ist dann eben diese. Auch diese Bitternote, die ich meine, die ist ein bisschen verbrannte, ein bisschen zu drüber, aber ich glaube, das will der Whisky. Ich glaube, genau das will er. Man muss halt auch sagen, dass es im Vergleich zu den zwei, die wir jetzt getrunken haben, eben auch der jüngste ist. Ja, was man nicht unbedingt merkt. Der Alkohol ist gut angebunden. Ja, und durch die Rauchigkeit, die Pfeffernoten, die Gewürznoten und dann eben die Holz- und Kohlenoten. Ich denk, wenn du den 12 Jahre lagerst, dann ist es too much. Dann kriegt er vielleicht eine schöne Farbe, aber ist vielleicht zu viel, ja? Ja. Genau. Ja? Ja, klar. Alles klar. Zuschauen. Kleine Shorty für den Channel. Bis dann. Ciao. Ciao.